Ich begrüße euch herzlich hier bei Radio VHR und maischlager.de. Heute freue ich mich ganz besonders über dieses Interview. Ich hatte vergangenes Wochenende schon Angst, dass sie nicht kommt. Aber sie ist da, trotz Gipsbein. Und ich begrüße herzlich Stefanie Hertel. Hallo. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Wie geht's kleiner denn? Behinderung. Ja, ganz gut. Kleine Behinderung. Wie ist das passiert? Beim Skifahren. Einfach so Vollgas? Eben nicht Vollgas. Sonst hätte ich ja gewusst, warum. Dann hätte ich gesagt, ja, bin ja selber schuld. Aber es war wirklich ein ganz blöder, gar kein schlimmer Sturz, aber einfach ganz blöd verdreht. Auf einer blauen Piste langsam gefahren. Ja, kann trotzdem passieren. Okay, ja, das passiert. Eine Freundin von mir ist einfach umgefallen, hat den Oberschenkelhalsbruch. Ja, genau so. Also das ist so, in etwa war das bei mir auch, ja. Okay, aber dir geht's gut, du hast keine Schmerzen, alles? Alles okay. Alles im Lack. Fuß ist ruhig gestellt, dann macht er auch keine Beschwerden. Wir hätten auch Beschwerden. Du kannst ihn auch auf den Tisch legen, sieht man da draußen. Nee, es ist okay, passt schon. Wir haben leider keine so hübschen Burschen hier im Studio, dass sie dir helfen, so wie bei Carnival ja, am Samstag. Da hatte ich tolle Gehhilfen, ne? Ja, genau so hat es ausgesagt, ne? Ja, Gehhilfen, ja. Genau. Ich habe es angeschaut und dachte, mein Mädel, Hut ab, mit Gipsbein und dann noch Vollgas, das ist geil. Ja, es ist natürlich so, wenn man so lange auf diesen einen Auftritt hingearbeitet hat, ja. Also wir planen ja die Veröffentlichung des Albums seit einem halben Jahr oder noch länger und diese Sendung dahin eingehend auch mit. Und dann kann man nicht einfach mal schnell sagen, ja, das sage ich jetzt einfach mal ab, weil da hängt so viel dran natürlich rundherum. Eben. So viele Menschen haben da mitgearbeitet. Naja, und es war zwar ein bisschen blöd und sehr schade, weil wir hatten ja so viele Dinge auch geplant. Wir hatten extra für den Titel auch eine Choreografie, die Mädels von der Band und ich, wir haben uns da extra richtig Mühe gemacht. Und ich hatte ja auch noch Tanz geplant, zusammen mit meinem Tanzpartner von Let's Dance. Wir haben auch trainiert, stundenlang, und das alles hatte sich dann leider erledigt. Ja, ich habe es gesehen, du saßt auf diesem Barhocker und konntest dann immer, und dachte ich, oh je, das ja, ich wäre so gerne aufgesprungen. Ja, du bist ja dann runtergehopst kurz. Ja, ich habe wenigstens einmal so. Du hast bei Carmen Nebel Dirndlrock vorgestellt. Mhm. War das die erste Aufführung von Dirndlrock? Das war die Weltpremiere von diesem Titel. Genau. Aber kam gut an. Kam super an. Ja. Ich bekomme ein tolles Feedback für dieses Lied. Ist ja auch eine außergewöhnliche Nummer. Ich selber stehe auch gnadenlos auf diesen Titel. Es ist, cool, ja. Ja, ist schon klasse. Macht total Spaß. Das ist jetzt dein aktuelles Album Moment mal. Mhm. Das ist eine komplette Wandlung. Also du wirst auch bezeichnet als die Schlagerrockerin, weil du jetzt mit dieser Harley davon posierst und bist du eine Schlagerrockerin? Nee. Willst du dieses Volksmusik-Image ablegen? Nein, ich würde eher sagen, dass ich ja mit diesem Album, mit einigen Titeln zumindest, wieder mehr zu meinen Wurzeln, nämlich der Volksmusik, zurückgegangen bin, als ich es in den letzten Jahren überhaupt war. Mhm. Ich jodel auch wieder, was ich ja viele Jahre nicht mehr gemacht habe. Man hört ein Akkordeon, man hört eine Geige, man hört also so die typischen Instrumente, die man sonst nur in der Volksmusik auch findet in der Form. Und insofern ist es, denke ich, ein recht genreübergreifendes Album. Und so sehe ich mich auch. Also ich lasse mich ungern so in eine Schublade pressen. Ja, das wäre auch schade. Ja, weil es wird ja gerade auch so, oder du wirst auch mit Heino verglichen, dass du jetzt dann auch so einen Imagewandel brauchst, so richtig auf Rock. Aber ich denke, sollte man die Volksmusik revolutionieren? Meinst du, man sollte ein bisschen mehr Pep reinbringen? Ich denke auf jeden Fall, dass wir heute in einer Zeit leben, die nicht mehr die ist, die sie vor 20 Jahren war, wo man Titel wie Über jedes Bachelgitter brückeln der Art und Weise vortragen kann und es passiert sonst nichts. Also es war eine Zeit, die war wunderbar und es war für die damalige Zeit alles gut und alles richtig. Ich denke, dass man heute auf jeden Fall mit der Zeit gehen muss. Und es gibt einerseits die Volksmusik, nämlich die echte Volksmusik, die wird in der Form, denke ich, immer bestehen bleiben. Eine gute Blasmusik oder eine gute Oberkreinermusik oder eben Stubenmusik oder alles, was in diese Richtung geht. Ich denke, das wird immer bestehen bleiben. Aber alles, was wir vor 20 Jahren gemacht haben, nämlich wir Künstler aus der sogenannten Volksmusik, das glaube ich nicht, dass es in der Art und Weise so in 20 Jahren noch Bestand haben kann. Ich denke, da muss schon was passieren. Ja? Es wird jünger. Es also wird, je länger ihr auf der Bühne seid, je jünger wird es.
Ich denke auch. Und ich denke ja eben, dass es ist toll, dass die deutsche Musik ja auch wieder salonfähig geworden ist, auch bei jungen Menschen. Vor 20 Jahren noch, wenn man da einen jungen Menschen gefragt hat, welchen deutschen Künstler magst du oder überhaupt deutschsprachige Musik, dann haben die gesagt, deutsche Musik, englische Musik. Da hat jeder Popsender oder jeder Sender, der für junge Leute Musik gemacht hat, hat grundsätzlich einmal eigentlich fast nur englische Musik gespielt. Das hat sich ja auch generell gewandelt, dass wir haben tolle deutsche Rock- und Popbands und auch der Schlager und eben die Musik, die wir alle, damit meine ich meine ganzen Kollegen aus diesem Genre, aus dieser Ecke, wir sind wieder salonfähig geworden, auch für ein jüngeres Publikum. Es muss sich keiner mehr schämen, Schlager zu hören. Es ist Gott sei Dank so. Ich bin absolut froh drum, weil ich glaube, das wäre auch vor 20 Jahren schon möglich gewesen, aber da haben die Medien auch viel kaputt gemacht. Ja, die Medien, dann lassen wir das. Dann dieses Album, Moment mal, hast du bei einigen Titeln selbst mitgeschrieben? Ich habe 4 Titel komplett selbst geschrieben. Aha. Die darfst du uns nachher noch vorstellen. Also ich gebe dir nachher, wie bei jedem Künstler, ihr wisst das schon da draußen, dieses Album in die Hand und du darfst dann uns so einiges dazu erzählen, was du möchtest und was dich so ein bisschen berührt oder ja, aber ich finde es gut, also Dirndlrock hat mir sehr gefallen und es kam gut an, hatten wir ja vorhin schon. Ist es deine Harley? Nee, das ist nicht meine Harley, das ist die Harley von meinem Schatz. Und ich fahre selber nicht, aber ich fahre mit. Ah, da hinten ist dann dein Plätzchen. Ja, genau, da hinten darf ich dann sitzen. Sieht aber bequem aus. Total bequem, ja. Da kann man auch nicht so rasen. Ne? Also man muss nicht so Angst haben als Mädchen. Ich bin ja der volle Schisser, muss ich sagen. Also schnelle Maschinen sind auch nichts für mich. Da stand ich auch noch nie drauf. Das hat mich noch nie gereizt. Aber was mich immer schon gereizt hat, waren so diese witzigen Typen, die da so ganz entspannt auf der Harley sitzen und ganz entspannt und gemütlich durch die Gegend fahren. Die haben auch meistens so ein Smile im Gesicht oder so, grinsen so ein bisschen cool ganz und gechillt. Sind so ganz gechillt auf ihrer Harley und haben Spaß. Und das sind ja ganz oft auch wirklich Typen, die schauen so ein bisschen gefährlich aus, mit irgendwie einem Totenkopf tätowiert vielleicht noch und mit so einem Tuch im Haar, mit einer Lederkluft. Und meistens stellt sich dann heraus, dass das total liebe Kerle sind, die ganz handsam und ganz liebenswürdig sind, die einfach nur Spaß am Leben haben. Und diese Mentalität, die finde ich sehr, sehr schön. Das ist cool, ja. Die Band, diese Dirndlrock-Band, hast du die jetzt neu zusammengewürfelt, gerade zu diesem Album? Die habe ich speziell für den Titel Dirndlrock zusammengebracht. Ah, okay. Wir haben, also entstanden ist die ganze Nummer, als wir den Titel fertig hatten, dann haben wir gesagt, wir wollen dazu ein Video drehen. Mhm. Und mir schwebte eben vor, dieses Video in einer Almhütte zu drehen und mit richtig Party und Stimmung. Und ich wollte eben gerne so eine Mädelsband dann hinter mir haben. Und habe mich dann auf die Suche gemacht nach Musikern in der Damen, also nach Damen, die Musik die Instrumente spielen können. Und habe da auch ganz tolle Mädels gefunden, die wirklich echt was drauf haben und was ausstrahlen auch. Ja, man hat leider nicht so viel gesehen jetzt bei Carmen Nebel von denen, aber ich dachte, ey, das sind ja alles Mädels, das ist cool. Mhm. Das ist meine Ansage. Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade hier dein Album geöffnet. Ich bin eigentlich immer neugierig auf die Fotos in dem Booklet, aber ich habe was anderes gesehen. Wusstet ihr das schon? Stefanie hat eine eigene Dirndl-Kollektion. Ja. Das ist geil. Ja. Ich habe sie gesehen, du warst im Fernsehen und hast sie vorgestellt. Und sag ich, oh, das Grüne muss ich haben. Hast du die alles selbst entworfen oder hast du so ein bisschen gesagt, das muss so und so? Oder hast du gezeichnet? Ich habe nicht gezeichnet. Okay. Nein, nein, nein. Ich habe es auch nicht designt oder entworfen. Mhm. Aber ich habe natürlich mit entschieden, wie soll es denn werden. Also ich habe mit der Firma Stockerpoint eben, oder die haben mit mir Kontakt aufgenommen, haben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihnen gemeinsam was Schönes zu machen. Und da ich ja immer natürlich Kleider brauche und für jede Sendung brauchen wir was Neues, und habe ich gedacht, oh wie toll, super, super, eine tolle Firma, die tolle Kostüme, tolle Dirndl haben. Mhm. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie kann denn so eine Kollektion von mir aussehen. Und sind dann zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, Mensch, diese Art von Dirndl, die finde ich einfach so unglaublich schön. Lasst uns doch einfach dieses Dirndl, dieses eine Design hernehmen und 5 verschiedene Farben machen. Dann ist für jeden, dem das auch gefällt, ist einfach was dabei. Und es ist natürlich ein sehr außergewöhnliches Dirndl, also kein klassisches. Aber es ist
wie ich finde, halt total schön. Absolut. Du hast bei diesem Video und auch in der Live-Sendung das Schwarze angehabt, gell? Und die Mädels ist so, ich finde das Rote ja so schön, aber ich habe schon zwei Rote, dachte ich nicht. Also ich glaube, ich möchte das Grüne. Aber du hattest das Schwarze an, ne? Ich hatte das Schwarze an, das war auch das erste, was fertig war. Mhm. Und das habe ich auch auf dem Cover eben an. Und ja, und das Rote habe ich auch, die anderen habe ich noch gar nicht. Also da müssen wir, das kommt dann erst so nach und nach, weil es noch gibt dieses Dirndl ja auch nicht zu kaufen. Es ist jetzt erstmal in den Katalogen für die Händler. Okay. Und ja, und dann, aber in den nächsten Wochen ist es dann soweit, da kann man es dann auch online bestellen und in den Läden kaufen. Also Mädels, hört zu, es kommt ja bald die Frühlingswiesen, gibt es ja dieses Jahr, kommt ja auch, ist ja nicht mehr so lang bis dahin. Und unser Vasen kommt auch, also wer hip sein will, muss dieses Dirndl haben. Ich mache jetzt einfach mal Werbung. Dankeschön, Dankeschön. Vielleicht tanze ich ja hab mit so einem Dirndl an. Ne, ist echt cool. Dann gibt's, sehe ich gerade, das wollte ich dich noch fragen, hast du viele Unterschriften zusammenbekommen? Ich habe eigentlich, wenn ich recht überlege, müsste ich alle Künstler aus der Sendung von der Carmen erwischt haben. Wolltest David Garrett ist dabei, Karel Gott hat unterschrieben, Angelika Milster, also alle, die mir irgendwie über den Weg gelaufen sind, wir haben sie alle abgeholt und haben gesagt, hier, sofort unterschreiben, bitte. Und der wird ja versteigert, ne? Der wird versteigert. Und da hoffe ich natürlich, dass auch eine Menge Geld zusammenkommt. Also für alle, die es jetzt am Samstag nicht gesehen haben, es war Samstag, ja. Stefanie hat einen Bänderriss. Einfach, zweifach, dreifach. Ist egal. Und hat jetzt Unterschriften von den ganzen Stars, die bei Carmen Nebel waren, gesammelt. Und diese gibt's, wenn der Fuß wieder heile ist, wird versteigert zugunsten der Deutschen Krebshilfe. Der Deutschen Krebshilfe. Also wer diesen Gips haben möchte, mit vielen tollen Unterschriften, vor allem getragen von Stefanie, darf den dann ersteigern. Ist, wir machen das jetzt nicht auf, aber es sind tolle Unterschriften. Keine Sorge. Wie kriegst du eigentlich die Jeans über diesen Gips? Das ist eine Stretch-Jeans, die ganz easy drüber geht. Gut, jetzt kommen wir wieder auf deine Karriere. 2011 war es so mit Daniel, ne? Da ging es ja richtig ab. Du hattest deine erste eigene TV-Sendung. Kann das sein? Richtig, ich habe zum ersten Mal selbst moderiert und ich habe mich dazu überreden lassen. Ehrlich, musst du dich da überreden? Ja, ich habe mich aber lange Zeit immer dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, nee, also so moderieren, das ist nichts für mich. Und ich habe mir das wirklich nicht vorstellen können, weil es war für mich oft dann schon auf der Bühne immer, ich habe immer gern gesungen, aber dann noch reden und so, das war immer nicht so ganz meins. Und irgendwie so nach und nach bin ich ja, ist da auch immer lockerer geworden und es hat mir immer mehr und mehr Spaß auch gemacht, auf der Bühne auch zu plaudern und zu reden. Und dann kam eben die große Bitte vom RBB, dass ich diese Sendung starshautnah moderiere. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, das ist eine Außendrehgeschichte, da kann ich dann auch jederzeit nochmal neu ansetzen und so weiter. Ich probiere das jetzt einfach mal. Und es hat so gut funktioniert, es ist auch wirklich schön geworden. Und daraufhin habe ich dann natürlich eine ganze Menge Anfragen bekommen. Und da ist natürlich jetzt viel los in der Richtung. Das glaube ich. Aber es muss der Hammer sein, oder? So eine eigene TV-Show zu moderieren dann auch noch. Ja, das ist absolut klasse und noch toller ist dann natürlich, wenn man wirklich so eine Gala moderieren darf, wie letztes Jahr die Weihnachtssendung, die es ja auch in diesem Jahr wieder geben wird. Ja. Die steht schon fest. Aber von deiner Sendung gibt es jetzt auch eine zweite Folge, oder? Stars hautnah wurde auch ein zweites Mal dann noch eine Wintersendung gemacht. Die ist auch total schön geworden, ja. Mhm. Okay, und wann gibt es eine dritte? Wann dürfen wir uns drauf freuen? Also Stars hautnah weiß ich jetzt nicht, da sind wir noch nicht in der Planung, aber es wird in diesem Jahr einiges auf dem MDR geben. Schön. Da sind schon ein paar Sachen in Planung, wie gesagt, die Weihnachtssendung, die steht schon fest. Dann werde ich zum Muttertag eine Sendung im MDR moderieren, das steht auch fest. Und sogar noch, also es sind noch drei andere Projekte in Planung, die aber eben noch nicht so weit sind, dass man darüber sprechen kann. Okay. Aber wenigstens gibt es noch einen Sender, der jetzt eine volkstümliche oder eine deutsche Musiksendung nicht absetzt. Ich meine, das ist ja auch schon, dass es weitergeführt wird, ist ja schon mal ein großes Lob, ne? Absolut. Also der MDR, die haben sich ja nach dem großen Chaos, das es ja vor einiger Zeit gab, erstmal völlig neu orientieren müssen. Wie geht es da überhaupt weiter mit Volksmusik, mit Schlager? Und ich bin sehr, sehr froh, dass es da auf jeden Fall mit dieser Musik weitergeht. Und dass sie da mit mir auch arbeiten möchten, freut mich natürlich ganz besonders. Das ist schön, ja.
Wir brauchen ja die Unterstützung. Also jetzt nicht nur wie im Internet. Klar, wir sind froh, dass wir euch Künstler kriegen, aber man möchte sie auch draußen sehen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ein Künstler, der Musik macht, der muss sie ja auch irgendwo präsentieren können, damit man, also wie entsteht denn ein Hit? Ein Hit kann nur entstehen, wenn er gespielt wird, im Radio, im Fernsehen etc. Und nur dann kann es zum Hit werden. Ja? Und wir brauchen Hits. Was machen wir denn sonst in 20 Jahren? Da haben wir keine Oldies. Ja, eben. Und müssen wir die ganze Alten wieder rausholen. Ja. Wir brauchen Fans, natürlich, das ist auch ganz klar. Kann man natürlich auch sagen, gut, dann kommen vielleicht noch mehr Fans zu den Konzerten, weil sie es im Fernsehen nicht mehr sehen. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich zu präsentieren und den Menschen die Musik einfach immer wieder schmackhaft zu machen. Ja, es müssen, glaube ich, da draußen wieder einiges so ein bisschen spitz kriegen, dass man mehr, jede Firma, die keine Werbung macht, geht irgendwann mal den Bach runter. Und so muss es doch auch ein Künstler, er muss sich doch präsentieren dürfen. Also ich bin froh, dass wir hier sind, dass du das kannst, aber ich wünsche euch, dass es eben auch im Fernsehen weitergeht. Unbedingt, unbedingt. Aber ich bin da recht zuversichtlich, es wird vieles passieren, es wird vieles anders werden. Aber ich denke, man kommt an dieser Musik nicht vorbei, weil es ja unglaublich viele Fans gibt da draußen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, die nicht abspringen und sagen, ach, lass mal die deutsche Musik, nehmen wir was anderes. Nein, ich bin froh, dass es auch so weiterbleibt. Ja. Gut. Ah noch, nein, eins wollte ich noch. Let's Dance. Das war 2012, ne? Einfach jetzt nochmal kurz, um abzuschweifen. Da hast du noch einige Fans zugekriegt, oder beziehungsweise hast du auf dich aufmerksam gemacht, dass du auch anders kannst. Also nicht nur im Dirndl und hier tralala, sondern das war ja der Hammer, oder? Das war eine unglaublich wichtige Geschichte für mich, nicht nur nach außen sehen, sondern auch für mich ganz persönlich, ja, weil ich dadurch wirklich auch meine Grenzen kennengelernt habe und unglaublich viel trainiert habe und ja, dieses Tanztraining mir auch fürs weitere Leben unwahrscheinlich viel bringt, auch für die Bühnenpräsenz und das war wirklich eine tolle Zeit, aber es hat mir natürlich eben auch von der Präsenz her unglaublich viel gebracht. Es gab wahrscheinlich viele Menschen, die mich sehen konnten, anders sehen konnten und die mich einmal anders wahrgenommen haben. Ja, das dachte ich auch. Ist das die Stefanie tatsächlich? Also muss man richtig, richtig trainieren. Also wie lange hast du da trainiert am Tag? Wir haben ja, bevor die erste Sendung begann, 4 Wochen vorher schon trainiert. Da war es noch relativ locker, weil da hatten wir 4 Wochen Zeit dann für die erste Choreografie. Haben natürlich dann auch schon alle möglichen anderen Tänze mal mit angeschnitten, aber haben uns in erster Linie auf die erste Choreografie konzentriert. Da haben wir so, ich sag mal, 4-5 Stunden am Tag trainiert. Und dann wurde es aber richtig straff, weil dann hat man ja, wenn man weiterkam, ja, man wusste dann, also einer fliegt raus, aber die anderen kommen weiter, also hat man in der Nacht immer oder nach der Sendung dann jeweils den Titel bekommen für die nächste Woche. Wow. Das heißt, dann musste innerhalb von einem Tag die Choreografie stehen und dann hat man 4 Tage trainiert und das nicht wenig. Das war in den ersten Wochen dann, sag ich mal, so 5-6 Stunden sowas Wahnsinn. Am Tag. Und dann wurde es ja noch eine Schwierigkeitsstufe höher, als man dann 2 Tänze hatte. Wir hatten ja dann 2 Tänze bei den letzten Sendungen und da musste man dann innerhalb dieser kurzen Zeit 2 Tänze einstudieren. Das heißt also, da wurde es dann also echt ganz schön happig. Zu einem Arbeitstag fast, ne? Ja. Und dann, aber Tanzen ist ja auch so eine Sache, das ist ja nicht nur rein körperlich, sondern es ist auch mental unglaublich anstrengend. Ja, du musst auch immer dieses Gefühl dann zu diesem bestimmen. Also ich ziehe den Hut für dir, ganz wirklich. Aber es hast du toll, du wurdest Dritte, ne? Ja. War der Hammer. Ja. Ja, bin ich schon auch stolz drauf. Und ich freue mich auch sehr, dass ich immer wieder die Gelegenheit habe, mit meinem Tanzpartner immer wieder mal zu tanzen. Mhm. Eigentlich wollten wir ja bei Carmen Nebel eben tanzen. Ich hoffe, dass wir das nachholen können. Aber in diesem Sommer bin ich beispielsweise auch bei den Elbland-Festspielen dabei. Wird vom RBB übertragen, mit dem Babelsberger Filmorchester. Wird bestimmt eine ganz tolle Sache. Und auch da werde ich mit dem Sergi zusammen tanzen. Ah, das ist schön. Also steht ja schon Datum fest? Da steht ein Datum fest, das ist irgendwann im Juli, aber ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Aber es kommt bestimmt auch auf deine Homepage. Ja, auf jeden Fall. Also da müsst ihr auf jeden Fall drauf schauen, weil es gibt viele, viele tolle Sachen, die uns die Stefanie uns zeigt. www.stefaniehertel.de In einem geschrieben. Keine in einem geschrieben. Okay. Da gibt es alle Informationen.
und schöne Bilder, eine ganz neue Homepage mit Videos, Bildern, alles da. Wir haben jetzt viel über dich erfahren. Ich meine, ich hätte noch unzählige Fragen, aber die stellen wir dann nachher im Privaten. Du darfst auch noch an unserer Wall of Fame unterschreiben. Oh, hast du auch noch? Gerne. Und schöne Fotos machen wir auch. Hast du auch was für Facebook? Und jetzt gebe ich dir dein aktuelles Album in die Hand. Moment mal, von Stefanie Hertel. Es ist wirklich toll. Ich habe mehr als ein Lieblingslied drauf. Freut mich. Obwohl, ach nö, hört es euch einfach an. Kauft es euch, hört es euch an. Werdet Fan, bleibt Fan. Ist ein tolles Album. Ich gratuliere dir ganz herzlich dazu. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Und jetzt darfst du deinen Fans, deinen zukünftigen Fans und mir alles davon erzählen, was du erzählen magst. Ja, da gibt es natürlich eine Menge zu erzählen, denn in diesem Album steckt unglaublich viel Herzblut von mir selber drin. Denn wie ihr ja alle wisst, habe ich mich vor einiger Zeit von allen bisherigen Partnern getrennt. Das heißt also von meinem Management, von meinem Produzenten, von allen, die bisher mit mir für Alben gearbeitet haben. Und somit stand ich da plötzlich ganz alleine da, was ich ja auch wollte. Ja, so hatte ich das ja auch vorgehabt. Und es war im ersten Moment gar nicht so einfach wie gedacht, weil plötzlich durfte man selber entscheiden. Das ist wunderbar, wenn man selber entscheidet. Aber man muss auch eine Entscheidung treffen. Man muss jetzt plötzlich allein entscheiden, wo geht denn eigentlich die Reise hin? Welche Titel sollen da eigentlich drauf kommen? Also war das erstmal so ein Entstehungsprozess, der ziemlich lange gedauert hat, bis ich erstmal mir klar war, was möchte ich eigentlich? Und mir ist dann eigentlich in den Sinn gekommen, eigentlich ist es immer so, egal was man tut, man kann es sowieso nie allen recht machen. Ja, das stimmt. Also mache ich es doch einfach mir selber jetzt mal recht. Und bin überzeugt, wenn ich von den Liedern überzeugt bin, dann kann ich auch das Publikum davon überzeugen. Und dann kommt es auch an. Dann, weil wenn ich aus dem Herzen heraus singe, dann strahlt das etwas ganz Besonderes aus. Und so war es einfach dann auch in der Titelauswahl. Ich habe natürlich viele Titel angeboten bekommen. Das Auswahlverfahren war ein ganz simples. Ich habe mir die Titel sehr, sehr oft angehört und habe dann einfach festgestellt, welcher Titel geht mir zu Herzen, bei welchem Titel springe ich sofort auf und jubel mit oder welcher Titel bewegt mich einfach. Und das waren die Titel, die es aufs Album geschafft haben. Okay. Dann habe ich natürlich auch vier Titel selbst geschrieben. Das sind folgende. Zum einen auch einer meiner Lieblingstitel auf jeden Fall. Alles Lieblingstitel auf dem Album, habe ich ja schon gesagt. Aber der gehört absolut zu meinen Favoriten. Das ist die Nummer 10, Frauen können stark sein, habe ich selbst geschrieben. Dann zwei wunderschöne Balladen, Niemals mehr ohne dich und Unter die Haut. Und dann habe ich noch einen sehr lustigen Titel geschrieben, Ich will nach Hause. Und das ist ein Titel, der ist entstanden auf einer Zugfahrt, die tatsächlich beinahe so passiert ist. Da bin ich wirklich in den Zug gestiegen und es lief alles schief. Ich hatte das Ticket vergessen, es war irgendwie eine Streckensperrung und ich hing da ewig lang fest und musste dann in den Bus steigen. Und also es war wirklich eine furchtbare Zugfahrt und ich saß nur noch da und habe gedacht, ich will nach Hause. Und irgendwie ist mir dann dieses Lied eingefallen und ich habe es gleich niedergeschrieben und das ist draus geworden. Allein der Anfang ist schon cool. Der ist echt witzig. Ja, der Anfang ist echt witzig. Also hier im Büro lief, dachte ich, was denn das? Und dann kam, ja, okay. Fand ich geil. Ja, es ist eine witzige Nummer auf jeden Fall. Ja, dann hat natürlich auch mein Schatz, der Lenny, drei Titel für mich geschrieben. Das ist zum einen In meinem Traum gesehen. Den habe ich letztes Jahr bei Immer wieder sonntags schon mal gesungen. Die Liebe wiedersehen. Eine sehr schöne Ballade. Und den Dirndlrock. Der ist vom Lenny? Der ist vom Lenny, genau. Und das war, es war also so, als wir bei so einem sogenannten Brainstorming zu Hause saßen, noch mit der Astrid, die mein Management macht, und haben überlegt, ja, wo soll es denn eigentlich hingehen? Und haben, die haben mal auf mich eingeredet, ja, was willst du denn gerne machen? Und ich sage, ja, ich weiß ja auch nicht so. Also irgendwie ein bisschen rocken will ich ja schon, aber ich will ja auch einen Dirndl anziehen. Also eigentlich so ein Dirndlrock, ja. Und da wurde dieser Name Dirndlrock
geboren und ich habe gesagt, Mensch, da müssten wir eigentlich jetzt ein Lied machen, mhm. ja, ein Lied Dirndlrock, und ich habe mich selber hingesetzt, habe versucht, da irgendwas zu finden, was zu dieser Zeile Dirndlrock passt, und irgendwie war es nie das Richtige, und dann sage ich, Lenny, setz du dich nochmal hin, schreib was, und dann sagt er, nee, ich glaube, dafür bin ich nicht der Richtige, das, ich glaube, da fällt mir jetzt nichts ein, ne? Und plötzlich wacht er morgens auf und sagt, du, ich habe heute Nacht ein Lied geschrieben. Sag ich, wie, was, wo? Ja, ich habe heute Nacht ein Lied geschrieben. Ich habe heute Nacht Dirndlrock geschrieben. Ich gehe jetzt sofort ins Studio und nehme das Layout auf. Und wow. Ja, so ist dieses Lied entstanden. Und so eine Nummer. Ja. Und dann so eine Nummer. Ja, ja. Ja, das wäre erstmal das Wichtigste, was man darüber erzählen kann. Auch die anderen Titel natürlich, wie gesagt, jeder einzelne ist ein Baby von mir, auf jeden einzelnen stehe ich, es ist dann immer, je nach Tagesverfassung sage ich, ah, eigentlich ist ja das auch mein Lieblingslied, aber dann nächsten Moment sage ich dann wieder, nee, lieber sowas, also es ist je nach Tagesverfassung dann immer, wechselt es immer auch mal, aber Dirndlrock ist also auf jeden Fall ein absolutes Favorite. Also mit diesem Album gewinnst du ganz sicher neue Fans, aber du schreckst auch die alten Fans nicht ab. Das möchte ich auch auf gar keinen Fall, denn das wäre ja auch schlimm. Ja, na ja, gut, manchmal hat man ja vielleicht auch als Künstler, kommt man an einen Punkt, wo man sagt, das ist mir alles egal, ich will einfach mein Ding durchziehen, das ist mir nicht egal. Na, natürlich will ich einerseits mein Ding durchziehen und habe meine genauen Vorstellungen, möchte einfach auch Musik machen, die mir sehr viel Spaß macht, aber ich bin ja mit meinen Fans auch aufgewachsen. Und die liegen mir total am Herzen. Ja, es wäre auch, also es wäre ja auch schlimm, wenn du sagst, ach, jetzt kommen zwei Frauen. Nee, das geht ja gar nicht. Überhaupt nicht. Die waren mir all die Jahre treu. Die haben mir, egal was war, sind mit mir durch dick und dünn gegangen, haben mir die Treue gehalten. Und ich werde ihnen natürlich auch die Treue halten. Und jeder, der vielleicht jetzt auf dem Album auch den einen oder anderen Titel hat, bei dem er sagt, naja, das war, ist jetzt nicht so die Stefanie, die wir kennen, ich höre mir lieber die älteren Lieder an. Kein Problem, also man kann sich ja die älteren Lieder auch jederzeit anhören. Und ich selber stehe ja nach wie vor auch hinter den älteren Titeln. Ich hatte ja so wunderschöne Lieder und die werde ich auch immer wieder singen. Auch live kann man die natürlich singen. Na klar. Aber natürlich freut es mich immer wieder, wenn ich tolle Feedbacks auf die neuen Titel auch bekomme. Habe ich auch schon viel bekommen über Internet, auch über Facebook. Gott sei Dank habe ich da schon ganz, ganz tolles Feedback bekommen. Das freut mich total. Ich meine, man entwickelt sich ja auch. Es wäre ja schlimm, wenn nicht. Und diese Entwicklung zeigt sich jetzt in diesem Album. Richtig, das ist meine Entwicklung, das ist passiert mit mir, also hört es euch einfach an. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Auf jeden Fall. Also mir gefällt's. Und tolle Feedbacks hast du schon. Du kriegst noch sicherlich viele, viele mehr. Auf Kommentare wirst du auch noch stoßen hier von diesem Interview, also da gibt es bestimmt auch tolle. Ich glaube, es haben auch viele drauf gewartet, dass wir heute dieses Interview führen. Alfred hat es ja schon angekündigt. Es gab, glaube ich, auch so ein paar Zuschauerfragen, aber die wollte ich dann doch nicht stellen. Das war dann anderweitig. Lassen wir. Heute ging es ums Album, heute ging es ums dich. Ging es um dich. Und ich bin froh, dass du da warst, trotz Gipsbein. Gerne. Danke dir. Das nächste Mal komme ich dann wieder topfit. Im Dirndl. Im Dirndl. Und dann können wir rocken. Und dann habe ich das grüne Dirndl an und dann passt es auch. Genau. Dann passt auch zu diesem Grün. Und dann genau. Ich darf dann nur das Rote nicht anziehen. Dann muss es schwindet. Also gut, ich grün, du schwarz, perfekt. Und ihr kauft euch für den Vasen, für die Wiesen und sonstige Feste die Dirndl. Hier sind sie nochmal. Sie kommen bald raus. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen tollen Abend. Dankeschön. Und viel Spaß noch, gute Besserung. Danke. Und ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Gerne. Liebe Grüße an euch alle da draußen. Bis bald. Tschüss.